Genau. Dann vielen Dank für die Einleitung und für die Gelegenheit, vor so einem breiten Publikum nochmal das Thema Chatbots und insbesondere der hybriden Chatbots näher bringen zu können, was sie sind und was für viele von Ihnen wahrscheinlich noch interessanter ist, was sie denn können oder können sollten. Bevor ich in die Materie einsteige, möchte ich Ihnen Inventa kurz näher bringen. Moment, wenn das geht. Jawohl. Und zwar, Inventa ist ein spanisches Unternehmen, 2005 in Barcelona gegründet. Wir haben also inzwischen mehr als 12 Jahre Erfahrung im Bereich der Enterprise Search, des E-Commerce und der Bot-Technologie, immer basierend auf einer unserer Kernkompetenzen der Natural Language Processing. Wir haben inzwischen 7 Standorte in Europa, in den USA und Übersee. Standort für Deutschland ist in Planung für das kommende Jahr, um dann sozusagen einen 8. Standort zu erweitern. Wir sind im Augenblick ungefähr 180 Mitarbeiter. Wir wachsen konstant und im Augenblick sind davon circa 120 in Barcelona. Dadurch, dass wir schon seit einigen Jahren auf dem Markt sind, haben wir schon weltweit Kunden. Da würde ich besonders hervorheben, die Kunden, die unsere Technologie nicht nur in verschiedenen Kanälen, also nicht nur Omnichannel, sondern halt eben auch in Multisprachen nutzen. Und das sind Unternehmen, die weltweit agieren, wie Volkswagen oder Ticketmaster, Groupon, sind so ein paar Beispiele, die diese NLP-Technologie weltweit einsetzen, in inzwischen über 26 Sprachen. Zu unserer Produktpalette ganz kurz. Chatbot ist das Thema, um das es heute geht. Darüber hinaus nutzen wir die gleiche Technologie auch für das Knowledge Management, für die Enterprise Search oder für das Ticketing, Case Management. All das können wir mit NLP-Technologie unterstützen. Das Problem, was sich heutzutage sind Bots ja schon keine Neuheit mehr, sondern es gibt eine sehr, sehr hohe Anzahl an Bots, die auf Webseiten oder Messengern oder Facebook unterwegs sind. Und das größte Problem, was heute Kunden haben, wenn sie sich mit einem Bot auseinandersetzen, ist halt eben, dass diese Bots immer noch eine hohe Fehlerrate haben. Das heißt, häufig nicht richtig verstehen können oder nicht richtig antworten können. Und hier ist nochmal eine kurze Überblick, halt eben 40%, 70% haben Fehlerrate und viele Bots sind halt eben den Herausforderungen noch nicht gewachsen. Und das, obwohl die Verbraucher immer mehr Bot-Kommunikation nicht nur akzeptieren, sondern auch bevorzugen. Und absehbar ist, dass bis 2020 über 85% der Kommunikation auf Webseiten oder Messenger-Channels automatisiert über künstliche Intelligenz wird. Dann habe ich hier mal ein paar Beispiele von Bots, die Fragen nicht beantworten können, wie ein Bot nicht sein sollte. Nämlich, wenn ich nach dem Wetter frage, möchte ich auch die Wetterantwort bekommen. Wenn ich nach einer Information, nach einer glutenfreien Pizza frage und diese Information vorhanden ist auf der Webseite, dann möchte ich auch, dass der Bot in der Lage ist, mir das anzuzeigen. Grund, warum das häufig nicht so funktioniert, wie sich der Verbraucher das vorstellt, ist, dass viele Bots immer noch auf Synonymen bzw. auf Keywörtern basieren und eben nicht über eine richtige Natural Language Processing, also NLP-Technologie, verfügen, die das wirkliche Verstehen eines Intents einer Frage ermöglicht. Gute Beispiele habe ich natürlich auch. Das ist die Veronika, ist der Chatbot auf unserer eigenen Webseite. Wenn ich sie nach dem Wetter frage, kriege ich auch Antworten nach dem Wetter und Ähnliches bei Beispielen, die wir, wenn wir gleich Zeit haben, auch noch live sehen können, wie zum Beispiel hier Unity Media, der Ubo-Bot, oder auf der Volkswagen Carnet-Seite der Bot, der die Kundenanliegen in diesen Themenbereichen wirklich gut unterstützt. Was macht einen guten Chatbot aus? Ganz wichtig, was ich gerade schon gesagt habe, also die Konversation, für einen guten Chatbot muss Konversation verstehen. Das kann wieder Text oder Spracheingabe erfolgen, aber er muss sie richtig verstehen können. Er muss natürliche Sprache verstehen können und auch den Kontext dieser. Darüber hinaus sollte er in der Lage sein, nicht nur Fragen zu beantworten, die relevant sind, unternehmensrelevant sind, die sich auf die Wissensdatenbank oder FAQs berufen, sondern im Idealfall kann er auch allgemeine Fragen beantworten. Die Wetterfrage war so ein typisches Beispiel, aber es gibt auch andere Fragen, je nachdem, ob man mit oder ohne einen Avatar
anbietet. Aber wenn es zum Beispiel einen weiblichen Avatar auf einer Webseite gibt, dann wird der Bot auch schon mal nach einem Date gefragt oder Ähnliches. Das fällt in den Bereich Off-Topic und diese Fragen möchten wir natürlich auch beantworten. Kurze Frage dazwischen. Versteht Bot auch Dialekt? Gute Frage. Es ist eine Herausforderung. Es kommt ein wenig auf den Dialekt drauf an. Aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel im Spanischen. Wir sind ja ein spanisches Unternehmen. Gibt es ganz unterschiedliche Sprachweisen. Das heißt, in Spanien spricht man anderes Spanisch als in Mexiko, Venezuela oder anderen Ländern Lateinamerikas. Das unterstützen wir. Deutsche Dialekte, also Bayerisch zum Beispiel, haben wir noch nicht als wirkliches Wörterbuch im System. Allerdings gibt es bestimmte Wörter, die typischerweise von Bayern zum Beispiel genutzt werden. Die würden wir verstehen. Ähnlichem wie im Schweizerischen oder im österreichischen Begriff. Das läuft dann über Synonyme. Und das mag wichtig sein, um so eine Frage richtig beantworten zu können. Also da, wo der deutsche Fahrrad sagt, sagt der Schweizer Velo. Und das muss der Bot natürlich verstehen können. Dann ein Trend, der aber immer wichtiger wird, ist, dass halt eben die Bots nicht nur Fragen beantworten können, sondern dass sie auch selbstständig Transaktionen erledigen können. Und dafür gibt es gleich nochmal einen Exkurs in den Bereich Webhooks und wie kann man solche Aufgaben und Transaktionen lösen. Der Bot selber verfügt ja nicht über die Logik, die man im Unternehmen benötigt. Und heutzutage ist dafür die beste Lösung, mit Webhooks zu arbeiten, die halt eben ermöglichen, bestimmte Transaktionen dann auch in Backend-Systemen unserer Kunden, im CRM oder in anderen Systemen dementsprechend ablegen zu können und durchzuführen. Das ist besonders spannend für Banken, Versicherungen, Utilities, wenn es um Änderungen gibt der persönlichen Daten, eine Adressänderung oder eine Kontonummer ändert sich oder andere Daten, die geändert werden müssen, dann kann sowas auch durch einen Bot erledigt werden. Damit man komplexere Fragen beantworten kann, bedarf es häufig Entscheidungsbäume, beziehungsweise dass der Bot auch Rückfragen stellen kann. Wir sehen das ganz häufig, dass Kunden vielleicht eine sehr allgemeine Frage stellen und dann helfen Entscheidungsbäume oder diese Rückfragenoptionen, das nochmal sozusagen auf den Punkt zu bringen und eine offene Frage in kleinere Fragen einzugrenzen, damit man auch spezifisch antworten kann. Und das Schöne bei den Entscheidungsbäumen ist, wenn ein Kunde halt eben nicht offen fragt, sondern schon eine sehr spezielle Frage stellt, dann können wir halt die ersten Schritte in diesem Entscheidungsbaum auch überspringen und gleich dort loslegen, wo sozusagen das Kundenanliegen liegt. Und dann kommen wir eigentlich zu einem der wichtigsten Themen, was einen hybriden Bot ausmacht, nämlich, dass die Bots auch eskalieren können. Das heißt, ähnlich wie bei einem hybriden Pkw, wo man zwischen Elektromotor und Benzinmotor wählen kann, sollte der Chatbot auch in der Lage sein, unterschiedliche Engines zu nutzen. Das können dann der NLP-Engine, der semantische Engine sein, um automatisiert Fragen beantworten zu können. Wenn das aber nicht möglich ist, weil der Bot an seine Grenzen stößt, dann muss es eine Eskalation bieten. Und die logische und natürlichste Eskalation innerhalb eines Bots, wenn er zum Beispiel auf einer Webseite erfolgt, wäre eine Eskalation an einen Live-Agenten. Diese Eskalation könnte aber auch bei Skype zum Beispiel auf eine Skype-Nummer sein oder auf ein Kontaktformular oder E-Mail-Adresse. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, damit halt eben der Kunde, wenn der Bot nicht weiterhilft, nicht alleingelassen wird, wie kann man eskalieren? Und dann werde ich später nochmal drauf messen, wie kann man nachhaltig KPIs verbessern, also wie gut ist die Self-Service-Rate, wie gut ist die Erkennungsrate, wie gut sind die KPIs und wie kann man sie nachhaltig und ongoing verbessern im Leben eines Bots. Dabei muss natürlich die Technologie dahinter auch helfen, Wissenslücken zu erkennen und zu schließen, damit Content immer gut gemanagt und immer aktualisiert ist. Und die Omnichannel-Frage, da gehe ich jetzt auf den nächsten Slide nochmal drauf ein, ist halt eben für viele von unseren Kunden wichtig, dass es eine Konsistenz gibt, die muss Omnichannel sein, damit der Bot nach Möglichkeit die gleiche Antwort auf Facebook wie auf der Webseite gibt oder in der Native-App etc. Das kann man so konfigurieren, dass man entweder eine Konsistenz über alle Kanäle hat oder aber die Ausnahmen gibt es auch, dass jemand sagt, ja, aber auf der Webseite sitzen wir unsere Kunden und auf Facebook werden sie geduzt. Dann kann man auch das personalisieren und somit eigentlich eine ideale Kommunikation in den unterschiedlichen Kanälen ermöglichen. Ja, eigene Persönlichkeit wird immer wichtiger für einen Bot, damit so ein Bot auch spannend ist und auch attraktiv ist und auch das Engagement erhöht.
So ein Bot kann von einer Lieblingsfarbe über einen Lieblingsfußballverein ganz viele persönliche Eigenschaften haben, die auch die Marke widerspiegeln. Und das macht dann den besonderen Reiz eines Bots aus. Und natürlich sollte der Bot auch helfen, Supportkosten zu senken, wenn es darum geht, einen Customer Service Bot oder einen Support Bot haben zu wollen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch eine steigende Nachfrage nach Sales Bots. Und da ist natürlich das Hauptanliegen, dass man auch Conversion steigern kann. Die Liste hätte ich wahrscheinlich noch um 10 Punkte erweitern können, aber ich steige gleich mal in ein paar Beispiele für die Kanäle ein. Ich habe vorhin gesagt, Omnichannel ist extrem wichtig. Und dann kommt es darauf an, handelt es sich dabei um einen externen Bot, der also customer-oriented ist, oder ist der Customer vielleicht ein Mitarbeiter? Dann nutzen wir vielleicht Skype for Business anstatt dem Skype. Das sind also unterschiedliche Wege, wie wir diesen Bot einbinden können in öffentlichen oder nicht öffentlichen Bereichen. Und das Gleiche gilt natürlich für WeChat, Slack oder den Facebook Messenger. Auch dabei ist es wichtig, dass der Chatbot eskalieren kann. Skype, das Beispiel habe ich vorhin genannt. Wenn man also nach der Chatbot-Kommunikation dann einen Anruf tätigen muss, dann kann man das Helpdesk halt eben auch via Skype erreichen. Und Alternativen könnte natürlich der Live-Chat sein, das Kontaktformular oder bei manchen Kunden aus dem Chat heraus gleich ein Ticket, also ein Case, zu erstellen. Mehrsprachigkeit ist für internationale Multisprachen, also für internationale Unternehmen sind Multisprachen sehr, sehr wichtig. Wir unterstützen inzwischen über 26 Sprachen. Und wir werden jetzt auch den ersten Bot haben, der die Sprache erkennt und je nach Sprache dann auf die richtige Sprache wechselt. Das werden wir für ein Schweizer Unternehmen machen, wo die Fragen natürlich auf Französisch, Französisch, Englisch, Deutsch oder Italienisch kommen können. Und je nachdem, welche Sprache der Nutzer hat, werden wir dann auf die richtige Sprache des Kunden wechseln. Unsere Kernkompetenz habe ich jetzt schon erwähnt, aber was macht NLP aus? NLP bedeutet tatsächlich den Intent, also das zu verstehen, was ein Kunde meint, versus das, was er vielleicht sagt. Ihn in konventioneller Sprache und seinen Kontext zu verstehen. Aber auch komplexe, strukturierte oder nicht strukturierte Anfragen erkennen zu können und entsprechend antworten zu können. Ein Kunde macht es manchmal einfach und hat nur ein Anliegen in einem Satz. Er kann es aber auch verschachtelt formulieren und dann zwei verschiedene Intents in einem gleichen Satz sagen. Und auch das muss ein Chatbot verstehen und beantworten können. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, die Nuancen, die es gibt zwischen einer Frage, ship a book to France and book a ship to France. Für ein Keyword-basiertes System, das nicht über NLP verfügt, wäre das unmöglich, den Unterschied dieser beiden Fragen zu verstehen. Aber mit NLP-Technologie können wir es genau zuordnen und wissen, ship a book to France kann gematcht werden mit International Shipping Policy versus book a ship to France, ein Cruise in South Europe bedeutet. Oder Relation dazu hat. Wie funktioniert das? Das funktioniert, indem unsere semantische Engine die Fragen tatsächlich zerlegt. Und in diesem Beispiel haben wir die Frage Instructions to change the date of a meeting mit der Antwort How can I reschedule my appointment? Und dort wird tatsächlich die Syntax zerlegt in Instructions mit How to, das ist ein Synonym ist, mit einem sehr hohen Scoring. Change Date wird gematcht mit der Operation Reschedule, ebenfalls einem hohen Scoring. Und Meeting und Appointment sind Synonyme. Und diese drei zerlegten Bestandteile ermöglichen uns halt eben Instructions to change the date of a meeting mit How can I reschedule my appointment mit einer so hohen Confidence Rate zu matchen. Das, was dahinter steckt, ist ein AI-Prozessor, der zwei wichtige Kapazitäten hat. Das ist zum einen die NLP-Kapazität, was auch unsere Core-Kapazität ist. Dort haben wir die lexikalen Funktionen, die uns sagen, aha, diese Frage wird wie in dem Beispiel gerade eben gematcht und gibt uns eine linguistische Antwort. Dieses linguistische Scoring hat eine Confidence Evaluation und daran entscheidet sich, ob ich
nur eine Antwort anzeige, weil ich mir ganz sicher bin, das Scoring ist sehr hoch, dass genau das gemeint wird, und ich zum Beispiel zwischen dem ersten Match und dem zweiten Match eine sehr große Lücke habe, dann würde ich nur die erste Antwort anzeigen. Wenn ich aber zwei oder drei Antworten habe, die vom Matching her sehr ähnlich sind und sich keine Antwort davon wirklich abhebt, dann habe ich die Möglichkeit, eine Auswahl von zwei, drei Antworten anzuzeigen. Und der User kann uns Feedback geben, indem er auf die Auswahl trifft, indem er halt eben eine dieser drei Antworten anklickt oder indem er uns ein Feedback gibt, diese Antwort war hilfreich oder war nicht hilfreich. Und in beiden Fällen nutzen wir das User Feedback für Machine Learning. Und Machine Learning ist dann die zweite Komponente, die es uns ermöglicht, zusätzlich zu den lexikalen Funktionen auch das neuronale Netzwerk zu nutzen. Dafür brauchen wir eine sehr hohe Anzahl von Sessions, also Machine Learning, damit es effektiv ist, bedarf eine Lernphase und bedarf eines hohen Traffics versus der lexikalen Funktion, die von Stunde null an schon funktionieren. Und die Bereicherung durch dieses Machine Learning ist halt eben, dass wir dann zusätzlich zur lexikalen Funktion auch eine Machine Learning Scoring der Antwort geben können. Und wenn wir zum Beispiel feststellen, es gibt eine Antwort, eine Frage, die bekommt drei Antworten. Die lexikalen Funktionen ordnet sie von 1 bis 3, aber die Kunden klicken immer auf Antwort Nummer 3, dann würde das Machine Learning lernen und in Zukunft die dritte Antwort als erstes anzeigen, weil wir sie um dieses Machine Learning Score ergänzt hätten. Kurze Frage zur Lernphase, also wie lang ist die und ja, was müssen da für Eingaben hinterlegt sein? Ja, das ist eine gute Frage. Also das Beispiel hier zeigt halt eben, dass die Lernphase beginnt immer mit dem Content. Das heißt, ja, der Chatbot basiert auf einem oder mehreren Sprachen. Jede Sprache hat sein Lexikon. Und dieses Lexikon beinhaltet das allgemeine Lexikon der deutschen, englischen, spanischen, französischen, chinesischen Sprache, was auch immer, plus einer branchenübergreifenden Lexikon. Das heißt, Banken, Versicherungen, wir haben einen Branchenlayer, der auch noch zwischen Kunden geteilt wird. Und darauf liegt dann das unternehmensspezifische Layer, der zum Beispiel ganz spezifische Firmenbezeichnungen beinhaltet. Das muss angelegt werden und das wird durch unsere Computational Linguists erstellt und gepflegt. Und das geht während der Setup-Phase. Also das erfolgt noch vor dem Go-Live. Und da gibt es dann zum Beispiel Beispiele, wäre bei Volkswagen AG, wenn dort jemand nach dem Golf fragt, dann meint er eben nicht die Sportart, die im allgemeinen Lexikon hinterlegt wäre, sondern er meint das Produkt, das eben so heißt. Und gehört mit in die Lernphase des Setups. Und dann kommt es auf die Kunden darauf an, inwieweit intern schon getestet werden kann. Es gibt Kunden, die testen sehr ausführlich, bevor sie live gehen. Andere Kunden fangen mit dem echten Test eigentlich dann an, wenn sie vor Kunde sind, weil uns die Erfahrung gezeigt hat, man kann sehr viel testen, aber am Ende fragt der Kunde doch noch ganz anders, als man das vorher erwartet hätte. Und insofern beginnt also hier eine sehr effektive Lernphase ab dem Moment des Go-Lives. Und wenn dann die Sessions dazukommen und die Klicks der User dazukommen, das war hilfreich, das war nicht hilfreich, etc., dann haben wir die Machine Learning Phase. Also die Natural Language Processing beginnt im Grunde von Stunde null und Machine Learning kommt durch die Effizienzsteigerung und durch die hohen Sessions dazu. Wie lange das dauert, ist zeitlich halt eben sehr unterschiedlich. Es gibt Kunden, die haben vielleicht 1000 Sessions im Monat und andere Kunden haben vielleicht 50.000 Sessions im Monat oder 1 Million Sessions im Monat. Da geht es dann natürlich dementsprechend schneller. Den hybriden Chatbot habe ich vorhin erwähnt. Was macht ihn aus? Es macht ihn aus, dass wenn ein Chatbot nicht weiter kann oder aber der Kunde zum Beispiel explizit danach fragt, die Möglichkeit hat, an einen Menschen zu eskalieren. Und das ist ein Beispiel unseres Kunden der Airline Volotea. Dort beginnt man mit dem Chatbot die Konversation und Sarah kann zwischen 80 und 90% der Fragen, die an diese Airline gerichtet werden, automatisiert beantworten. Wenn es aber Fragen gibt, die eben nicht automatisiert beantwortet werden können, dann sucht unser System nach einem freien, verfügbaren Agenten und kann dann ein nahtloses Handover machen an den Agenten. Der erhält dann auch im Moment der Übergabe die vorangegangene Konversation zwischen dem Kunden und dem Bot und kann dort direkt einsteigen.
Als nächstes Beispiel habe ich hier den Chatbot von Carnet bei Volkswagen. Dort haben wir ebenfalls die Möglichkeiten, wenn ich explizit danach frage oder wenn ich zweimal nacheinander keine Antwort bekommen habe, einen Live-Chat zu starten. Sollte das aber außerhalb der Öffnungszeiten oder der Arbeitszeiten des Kontaktcenters sein, gibt es hier eine alternative Eskalationsmöglichkeit, nämlich über ein E-Mail bzw. über eine Telefonnummer. Also das sind so alternative Beispiele für Routing, wenn entweder alle Mitarbeiter belegt sind oder wenn gerade kein Mitarbeiter zur Verfügung steht. Beispiel auf der Volkswagen-Seite, wenn ich gleich noch Zeit habe dazu, können wir da gerne mal ein paar Beispiele zeigen. Das wäre wäre ein Live-Chat-Beispiel. Dieser Kunde hat eine andere Herangehensweise. Er hat gesagt, die hatten vorher noch keinen Chatbot auf ihrer Seite und haben gesagt, wir wollen erst lernen und erst wissen, was fragen die Kunden, damit wir eine entsprechende Knowledge Base aufbauen können. Und sobald diese Knowledge Base vorhanden ist, dann auf den Chatbot davor schalten. Andere Kunden wiederum nutzen den Chatbot, um ein bestimmtes Kundenanliegen vorzuqualifizieren und erst dann zu übergeben, wenn diese Qualifizierung durch den Bot stattgefunden hat. Also es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Use Cases. Bei Unity Media haben wir ebenfalls die Möglichkeit, Chatbots und Live-Chats in Echtzeit durchzuführen und das in einer sehr, sehr hohen Anzahl von gleichzeitigen parallelen Konversationen. Ticketmaster wäre ein anderes gutes Beispiel für Transaktionen. Wenn ich zum Beispiel mein Passwort vergessen habe, dann kann mir der Chatbot hierbei helfen. Wie kann ich mein Passwort zurücksetzen? Und er sagt mir nicht nur, wie es geht, sondern er führt mit mir gemeinsam die Schritte durch, damit ich auf meine E-Mail ein neues Passwort erhalte. Personalisierte Avatare ist eine Option, ist kein Muss. Aber hilft mit Sicherheit der Marke und dem Chatbot an sich noch mehr Persönlichkeit zu verleihen. Und Inventor hat 3D-Animationen und die Möglichkeiten für sie, wirklich personalisierte Avatare zu entwickeln. Im Anblick der Zeit drücke ich mal ein bisschen aufs Gas, weil ich sehe, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Decision Trees habe ich vorhin angesprochen, können in sehr einfacher, können in sehr, sehr komplexer Form dargestellt werden. Das kommt tatsächlich auf den Use Case drauf an. Wichtig ist, dass ein Chatbot halt eben verschiedene Möglichkeiten anbietet, über Rückfragen, über Decision Trees, Fragen zu beantworten oder aber bestimmte Transaktionen in Gang zu setzen. Und last but not least, die Informationen über Sessions, wie erfolgreich Sessions waren, wie viele Fragen richtig beantwortet wurden, zu wie vielen Fragen es keine Antworten gab. Da nutzt unser Backstage-Tool, um unseren Kunden halt eben semantische Cluster aufzeigen zu können zu all den Fragen, die entweder nicht beantwortet oder nicht geklickt wurden. Und diese aufbereiteten Cluster helfen uns dann eben, diese Wissenslücken zu schließen, um nach und nach immer bessere KPIs, immer bessere Effizienz des Chatbots zu gewährleisten. Und darüber hinaus gibt es dann halt eben zahlreiche Dashboards zu sehen, welche sind die am häufigsten formulierten User-Questions, was sind die am häufigsten geklickten Kategorien oder welche Fragen wurden am schlechtesten oder am besten bewertet durch unsere Kunden. Also wirklich zahlreiche Möglichkeiten hier ins Report und ins Analytics-System einzusteigen, um halt eben die KPIs kontinuierlich zu verbessern. Und damit schaffen wir Self-Service-Raten, die zwischen 80 und 90% liegen, teilweise bei manchen Kunden sogar darüber. Wir schaffen, dass wir Support-Tickets reduzieren können, dass wir akkurate Antworten liefern und dass wir bei Kunden, die den Bot für Sales und für Conversion-Zwecke einsetzen, zwischen 15 bis 20 höhere Prozent der Conversion erraten bzw. Abbruchquoten reduzieren, dadurch, dass man den Bot auf der gleichen Seite einsetzen kann, wie zum Beispiel auf einer Buchungsstrecke und der Kunde, wenn er Hilfe braucht, diese Seite nicht verlassen muss. Denn wenn er erstmal die Buchungsstrecke verlassen hat, ist er häufig auch aus dem Sales-Funnel wieder raus. Das alles führt zu einem schnellen Return of Investment unserer Chatbots und des Investments in unsere Chatbots. Ich würde vorschlagen, dass wir dann schon zu Fragen übergehen, damit wir noch ein paar Minuten Zeit haben, um auf Kundenfragen einzugehen. Ja, wunderbar. Erstmal sage ich vielen Dank für den spannenden und auch ziemlich, fand ich, praxisnahen Vortrag, wo man ganz gut die Brücke bekommt. So, was ist so die Theorie nach dem Motto, Bots können alles, aber wie funktioniert das überhaupt? Ja,
Jetzt gibt es da schon die erste Frage. So, wie hoch sind denn die Investitionskosten für sowas, was Sie anbieten? Ja, das ist eine gute Frage. Die Entrichtung von der Lizenz für einen Chatbot richtet sich nach Session-Volumen. Session-Volumen wird über Browser-Session definiert und je mehr Sessions ein Unternehmen hat, je höher der Preis. Also detaillierte Informationen gebe ich gerne dann in einem One-to-One-Gespräch raus, aber es sind halt eben, je nachdem, wie viele Sessions ein Unternehmen im Jahr hat, gibt es dort eine Preisskala. Okay, dann die Frage, wo liegt die NLP-Technik? In der Cloud oder beim Kunden? Ja, das werden wir sehr häufig gefragt. Inventa ist zu, ich glaube, 97% ein SaaS-Unternehmen aus der Cloud. Wir haben in ganz, ganz wenigen Fällen On-Premise-Installationen mit all den Vor- und Nachteilen, die On-Premise liefert. Aber unsere primäre Technologie und ist halt eben die Cloud. Und die Cloud nutzen wir, die Amazon Cloud, und haben unsere Software und unsere Datenbanken innerhalb Europas, in Irland, in Dublin und in Frankfurt in Deutschland. Okay, und dann nochmal ab, welcher Kundenquote rechnet sich ein Bot? Das ist ganz unterschiedlich. Das heißt, ein Bot rechnet sich immer dann, wenn man Transaktionen bzw. Kundenanfragen automatisieren kann. Das heißt, wenn der Bot dazu führt, dass der Kunde nicht mehr anruft oder mir keine E-Mail schickt oder kein Ticket eröffnet, dann kann ich relativ schnell ausrechnen, wie viele Interaktionen ich durch den Bot gespart habe oder wie viele Tickets wir deflected haben durch den Bot oder durch unsere Technologie. Und da können wir dann auch individuelle Return of Investment Beispiele oder Use Cases, Business Cases kalkulieren. Also in der Regel, wenn wir ein hohes Session-Volumen haben, würde ich sagen, liegt so ein Return of Investment bei 6 Monaten. Okay, ja, das ist auch mal eine klare Aussage. Ich warte jetzt noch mal so ein bisschen auf weitere Fragen. Wir sehen ein Bild von Barcelona, nehme ich an. Ganz genau. Unser Büro ist noch in Barcelona und deshalb ist das ja die Skyline von Barcelona. Auch nicht der schlechteste. Naja, gerade so ein sehnsuchtsvoller Blick aus dem Hamburger Wetter. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Ich sage vielen, vielen Dank. Wie gesagt, Aufzeichnungen, Unterlagen stelle ich allen bereit. Ansprechpartner sehen Sie hier nochmal, auch wie telefonisch zu erreichen. Und ja, ich freue mich auch darüber, wenn Sie bei den nächsten Webinaren dabei sind. Dann nochmal vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite.